Wir können die italienische Nationalhymne singen. Nee, weiß ich. Fratelli Italia. Fratelli Italia. Ja. Singen sollten wir lassen. Ich kann es nicht, er kann den Text nicht. Ich kann den Text auch nicht. Also ich kann eigentlich nichts von den beiden Sachen. Völlig egal. Aber heute steht ein italienisches Bier auf dem Programm. Scusi. Bier Italiana Originale. Peroni Nastro Azzurro. Das ist sogar Bira Superiore. Yes. Also, hast du es gerade schon gesagt? Nö. Achso, ich dachte, ich hätte nicht zugehört. Ach, wäre auch nicht schlimm. Doppelhelper. Kommt aber anscheinend aus, ist zumindest irgendwie hier in Deutschland gekauft worden. Bier bewusst genießen, schreiben die, glaube ich, nicht in Italien auf die Buddeln. Nee, das stimmt. Von wem haben wir das? Wir haben gestern unsere liebe Freundin Vanessa besucht mit dem kleinen Leon und Alessandre. Und auf dem Heimweg hat sie mir das noch schnell in die Hand gedrückt und meinte, kennst du das schon, nimm mal mit, könnt ihr gerne tasten, vielen Dank, also, das tun wir jetzt gerne. Zu was gebracht. Na, wenn man, du gehst, meine Mama gibt mir Essen ja, und Bier manchmal und Freunde geben mir, ja, erkennt ihr das? Tastet ja, aber das? Auch unsere Mütter, wie viel haben unsere Mütter uns schon gegeben? Ja, und also, dann gehe ich zugrunde. Früher mussten wir unseren Konsum immer irgendwie rechtfertigen, mittlerweile wird er uns aufgezwungen. Ja, schrecklich. Ja. Gar nicht. Wir freuen uns, alles ist gut. Peroni, ich kenn's. Schieß los. Du, ach genau, du hast es ja schon getrunken. Ja, ich hab's eben gezeigt und du meintest, kennst du schon. Auf einer Hochzeit mal. Ja, geile Hochzeit. Ja, geile Hochzeit. Das konnte man gut haben, muss ich schon sagen. Das war frisch gezapft, meine ich. Also ich habe das sehr gut in Erinnerung, also als relativ gut, also Standard Trinkpilz für den ganzen Abend. Ist ein Pilz? Ja. Denke ich. Du hast doch gesagt, wird mit Reis gebraut. Ja, mit Maisgrieß steht hier drauf. Also ganz kurz, das gehört zu der, das Peroni gehört seit 2016, habe ich glaube ich gesagt, ne? Mhm. Zur Asahi Brauerei. Also ich habe das nie gehört, er auch nicht. Und das ist die siebtgrößte Brauerei der Welt mit knapp 60 Millionen Hektolitern. Weißt du nicht? 59 Millionen, habe ich gesagt. So, 59 Millionen Hektoliter. Asahi. Asahi. Aus Japan, Tokio. Aus Japan, Tokio. Finde ich aber krass, dass man davon noch nie gehört hat. Aber ich finde es gut. Also Asahi, die brauen ganz viel mit Mais und Reis. Das war früher mein Lieblingsgericht. Reis mit Mais, Kräuterbutter rein und dazu eigentlich nur noch Mayo. Das war bei meiner Mutter immer die Restepfanne. Zauberpfanne, Restepfanne. War bei also, mir war das immer sonntags. So, ja, Mama hat immer gesagt, das ist ein gutes Essen. Wenn die von irgendwo noch ein bisschen Reis über hatte und dann hat sie da noch ein paar Erbsen reingehauen, ein bisschen Mais. Genau, dann gab es Mais mit Reis. Und dann noch diese kleinen Würstchen, diese kleinen Nürnberger angebraten, klein geschnitten und damit rein. Und mein Vater hat das dann immer noch mit Senf angerührt. Das war ein fester Bestandteil. Eigentlich hat mein Vater das gekocht. Er hat noch so. Löwensenf. Ich fand das nie so richtig toll, aber ja. Ich finde Mais mit Reis immer noch geil. Als Zauberpfanne verkauft war es dann für uns als Kinder trotzdem. Also, nee, wenn ihr nicht wisst, was ihr essen sollt. Es war eher Restepfanne. Mais mit Reis und Kräuterbutter. Alles, was sich reimt, ist gut. Okay, wie kamen wir drauf? Die brauen mit Mais und Reis. Und hier ist nämlich auch Maisgrieß mit drin. Geht gar nicht. Ich glaube, das gab es auch mal bei Lidl eine Zeit lang, das Peroni. Ach, das geht gar nicht. Das dachte, du meinst, geht hier gar nicht, das geht nur kaputt. Ist ja auch was. Aber wir stoßen langsam, wenn ihr mal so Vorschläge habt, womit sollen wir mal ein Bier öffnen? 40 Tonnen. Weil so langsam ist unsere Kreativität am Ende. Vor allem, man sieht auch gar nichts. Dann schreibt uns mal. Ich glaube, ich kann das. Gebt uns Herausforderungen. Nee, ich will das jetzt zuerst schaffen. Gebt uns Herausforderungen. Aber dafür habe ich nicht genug Kraft, glaube ich. Scheiße, die Ecken sind abgerundet. Wie ich das hasse. Die Ecken sind abgerundet, das Holz hier ist zu schmuggelig, das funktioniert nicht. Ja, du kannst es, wenn du so reinrammst, ja, aber. Halt mal den Kasten hier. Auch nicht. Kannst du den wirklich voll. Ich hab's schon überall. Also ja, es riecht nach Pilz. Hast du ein Taschentuch? No. Ich hab selber eins. nach was riecht das? Pilz. Einfach Pilz. Aber auch wieder ganz, eine grasige Note. Aber hast du in einem Pilz im Geruch schon mal was anderes als eine grasige Note gehabt? Eine Pilznote. Jetzt schenke ein.
Schenke ein, mein Freund, schenke ein. Für ihn und was er kriegt, weiß ich nicht. Die Italiener haben keine Zeit. Scusi, mille grazie. Also ich weiß, dass mir das damals richtig gut gefallen, aber frisch gezapft jetzt ist halt alles gut. Ja. Was hast du gesagt? Außerdem warst du, so eine Hochzeit ist ja auch so emotionsgeladen. Bei mir. Du guckst nicht einfach mal, nur, wo du trinkst. Nicht mal bei der eigenen. Maisgrieß. Riech ich gar nicht. Hast du mal an Maisgrieß gerochen? Oh. Ich sage. Also riecht leicht. Es kommt daher im Geruch wie ein normales Pilz. Es hat eine etwas hellere Farbe, aber ja, auch nicht pilzuntypisch. Der Schaum ist schnell weg bei mir. Nee, bei mir bleibt er lang. Ich sage immer das Gegenteil. Gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Prost. Prost. Genau, das kann ich. Jetzt gerade frage ich mich, ja gut, ich weiß gerade, warum ich davon so viel getrunken habe. Das kann ich mir auch vorstellen. Ist schnell weg. Ja, du, da probieren wir nochmal eben schnell. Das ist schnell weg. Mhm. Aber ganz, ganz leichtes. Es kommt am Anfang herb, es kommt am Anfang vollmundig, es kommt am Anfang ein bisschen Süße, aber alles davon ist schnell wieder weg. Hinten raus bleibt recht wenig. Und das ist so schade, ich finde, also der Antrunk ist... Jetzt guck mal hier, da ist auch nichts mehr so... Also anzugucken, ist, das sieht jetzt schon aus wie ein schales Bier. Aber der Antrunk, der verspricht doch viel mehr eigentlich. Ja. Also ich finde sogar, dass man im Antrunk irgendwie ein bisschen an Vollmundigkeit denken könnte. Und dann schluckt man es runter und es ist weg. Ja, also das wollte ich hab dir eben nicht zugehört. Also gut. Also, nee, ich wollte das zumindest gerade sagen. Ich glaube, aber du hast ja so getan. Lange dann drumherum. Ja, ist meine Art. Aber, also, ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm. Es ist nichts drin, was stört. Aber ich kann mir das sehr gut als Hochzeitsbier vorstellen. War das zufällig im Sommer? War gutes Wetter? War total geile Laune? Ja, ja. Da ist das genau das richtige Bier für. Da kannst du eins am anderen von picken. Genau, zweistellig. Jo. Liter. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber da kannst du das, das geht. So stelle ich mir auch ein leckeres Bier in Rom vor. Ich war noch nie in Rom, ich möchte immer gerne nochmal hin. Aber ich habe das nicht so mit Sommer und ich habe das nicht so mit Hitze. Und alle, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, haben gesagt, guck dir aber genau zu welcher Jahreszeit, weil das kann da richtig ekelhaft heiß werden. Ja, die sind ja auch nah am Äquator, also näher als wir am Äquator. Richtig. Und alles, genau, alles, was näher dran ist als wir am Äquator, ist für dich schlecht. Ja, stimmt. Da musst du Tag und Nacht eingecremt rumlaufen. Ja. Letztes Jahr bin ich extra ans Nordkap geflohen und dann hatte ich selbst da einen guten Sommer. Wie kann das passieren? Wie kann sowas passieren? Du ziehst das Pech magisch an. Echt? Krieg Bier geschenkt, ja. Darf Urlaub in Norwegen machen. Ich bin ein Pechvogel. Und muss ich auch noch eincremen. Ja. Zurück zum Bier. Wahrscheinlich, ich war wie gesagt noch nie da, aber für Italien so ein richtig heißer Sommer. Sitzt da, hast dir gerade den Petersdom angeguckt mit so einem weißen Hut. So ein Leinenhemd. Ja, das ist ein Leinenhemd auf jeden Fall. Leinenhemd, weißer Hut und so eine Sonnenbrille. Und dann sitze ich da... Mit meinem Weldeglas. Setzt dich da in so eine schöne Kneipe und trinkst dann so ein leichtes, aber trotzdem ja leckeres Bier. Doch. D'accord. Kann ich mir vorstellen. Vielen Dank. Wir freuen uns auf den Sommer. Bleibt uns gewogen. Mille grazie. Ciao.